Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Abonnenten und liebe Zuschauenden. Willkommen zu einem neuen Video von The Hunter Call of the Wild. The Nature is Wild, The Nature is Nice und wir sind heute auf Yukon Valley unterwegs, denn der Albino Fuchsjagd, er wird fortgesetzt. Und diesmal ist es so, dass ich mir ein kleines Grind-Setup aufgebaut habe. Wir haben hier Zelte, hier haben wir am See ein Zelt. Dann hier unten habe ich auch einige Füchse gesehen. Hier in der Mitte sind auch welche. Hier an den Seen sind zu den Trinkzeiten auch welche anwesend. Wir haben jetzt 17.33 Uhr und ich würde sagen, wir fangen mal hier oben an und gehen mal zum ersten Trinkgebiet. Hier habe ich nämlich eins. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet und ob dort vielleicht der Albino steht oder der Melanistische oder der Gescheckte. Mal nachschauen. So, hier links neben der Kurve ist auch schon das erste Bedürfnisgebiet. Und bin ich mal gespannt, ob da welche stehen. Hier drumrum war jetzt kein einziger, was mich ein bisschen wundert, denn hier hatte ich eigentlich auch immer Rotfüchse. Aber die scheinen nicht mehr da zu sein. Und dann ist unsere einzige Hoffnung hier am See, da hinten diese Ecke. Aber da haben wir einen kleinen Elch. Es sieht nicht so aus, als würden hier irgendwo Füchse trinken. Was merkwürdig ist. Ab wann fangen die denn an? Ab 17 Uhr. Wir haben jetzt 17.50 Uhr. Und es ist kein Fuchs da. Naja, dann zum nächsten Gebiet. Und zwar hierhin. Von dort aus können wir direkt ans andere Ufer schauen und dann gucken wir mal, ob da welche stehen. Was ruft da hinten? So, hier haben wir eigentlich immer, da haben wir einen Elch, okay, da haben wir auch einen Elch. Aber irgendwie sehe ich hier auf der Seite, hier habe ich zwar kein Bedürfnisgebiet, aber hier hatte ich eigentlich auch immer Füchse, die hier getrunken haben. Was natürlich etwas komisch ist. Naja, dann hier zum nächsten Zelt. Muss man, vielleicht kommen die eh erst immer ein bisschen später. Die trinken ja ungefähr bis 20.30 Uhr. So, jetzt nochmal hier von der Seite schauen. Aber hier scheint wirklich kein Rotfuchs zu sein. Hier Leute, das ist irgendwie merkwürdig. Bei dem einen Bedürfnisgebiet keiner und hier auch keiner. Hier haben wir das erste Weibchen. Stellen wir mal auf 300. Dann müssten wir ein bisschen weiter nach unten zielen. Sollte gepasst haben, ist direkt tot. Also ich denke mal ein Herzschuss. Denn bei der Doppellunge rennen die, denke ich, noch ein bisschen weiter. Aber das ist echt komisch. Also wir haben jetzt 18.25 Uhr. Ich habe auch das Nachtsichtvisier noch für den Fall der Fälle dabei. Aber hier ist schon mal ein neues Bedürfnisgebiet entdeckt. Und den sammeln wir auch direkt ein. Und da oben schon ein nächster Warnruf. Ich versuche den Fuchs mal anzulocken. Auch ein Weibchen, aber das ist ja nicht schlimm. Also am schönsten, da vorne. Diesmal hier ein 6 schweres. Das können wir, naja, vielleicht entdecken wir dadurch ja ein neues Bedürfnisgebiet. Deswegen warten wir erstmal ab und schießen den gleich, weil wenn er sich gleich platziert, dann haben wir ein neues Trinkgebiet. Und das ist, denke ich, auch gut, wenn wir da mehrere haben. So, neues Trinkgebiet, sehr gut. Dann haben wir hier vorne unser Weibchen. Weil dann lohnt sich das auch, wisst ihr. Dann haben wir hier ein Zelt und dann haben wir hier unsere zwei Trinkgebiete. Dann lohnt es sich auch, da vorne noch ein Tripod hinzustellen. Hier haben wir unser erstes Weibchen in dunkelrot. Aha, 5,85. Und
Dann gehen wir jetzt mal zu den anderen Zweien. Da vorne, hier. Aber das ist ein weiteres, oder? Ja, wir hatten einen Sechser und einen Fünfer ja hier. Da haben wir auch schon die Füchse. Problem ist, die zwei davor sehen wir in der Hocke nicht. Deswegen waren jetzt der andere. Naja, egal, wir schießen die einfach mal. Nein, das haben wir leider nicht. Den haben wir auch. Dann holen wir mal unsere Glock raus. Und mit dem Schuss hätten wir den dritten Fuchs aufdauern. Sehr gut. Also drei Kills hintereinander ist natürlich schon mal sehr gut. Weil umso mehr man natürlich schießt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch einen Albino oder einen Rare zu Gesicht bekommt. Hier haben wir das Männchen in 5 Mittel. 8,42. Langsam wird es auch dunkel. Aber Zeit zurückstellen würde ich jetzt nicht machen. Hier ein Gold, ein Weibchen in 6 schwer. Da haben wir noch den Halswirbel mit erwischt. Hier mit der Ranger. Und dann hier vorne noch den. Mal gucken, wie der Glockschuss war. Die ersten drei waren, glaube ich, nicht getroffen oder die ersten zwei. Aber dann nochmal mit der Glock. Hier einmal Muskel. Okay, nein. Da haben wir, wäre Silber gewesen. Kein lebenswichtiges Organ. Aber schon mal sehr gut. Drei Füchse. Und jetzt gucken wir, ob da jetzt was gespawnt ist. Denn die scheinen echt etwas später erst zu kommen. Und tatsächlich, hier wieder 5 Mittel. Dann haben wir hier noch ein Weibchen. Also wie gesagt, später kommen lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe schon gedacht, die wären nicht mehr da. Und hier auch noch ein 5 mittleres. Da müssen wir halt entscheiden, weil die hören uns, glaube ich, wenn wir dann lieber die 2 hier schießen, oder? Anstatt den, der da vorne steht. Holen wir mal die Ranger raus, nachladen. So, keine besondere. Oh, da haben wir auch noch einen. Auch ein Weibchen. Oh, die sind weiterhin ruhig. Sehr gut. Das sind ungefähr 200 Meter. Perfekt. Und den auch noch. Sehr gut, sehr, sehr gut. Gehen wir zum ersten. Und da vorne noch ein Warnruf. Wow. Der war nochmal knackig hier, der letzte. Da hätten wir den ersten. Was haben wir hier? Oh jo, ich kann den einfach nicht aufsammeln. Ich kann den einfach nicht aufsammeln. Also, dass sie das nicht behoben haben, ist auch komisch. Aber dann wahrscheinlich den hier. Ja, weiblich dunkelrot. Da haben wir noch den auch Halswirbel getroffen. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Nee, es klappt immer noch nicht. Und der nächste Rotfuchs, Rothirsch wollte ich schon sagen, hier weiblich in dunkelrot, Doppellunge. Leute, guckt euch das mal an, wenn ich die Waffe raushole, seht ihr dieses am Visier, dieses Quadrat, dieser rechte Winkel vom Licht, nervt übertrieben. Also da kommt ein neues Update raus und das hat mehr Bugs als vorher. Also ganz, ganz komisch. Da vorne ruft ein Rotfuchsweibchen. Da vorne. Ein viel leichtes. Das vernachlässigen wir jetzt erstmal und gehen zu einem neuen Gebiet. Oh. Oh, da haben wir die nächsten. Leider auch nur 2 kleine Weibchen. Also richtig bombastisch sind die heute bis jetzt nicht.
Aber da haben wir den ersten und da hinten den zweiten. Ja, also ein bisschen schwierig mit dem Nachtsicht. Mit dem Nachtsichtvisier, weil das halt nicht so weit zoomt. Und hier auch in dunkelrot, silber. Zack, mal kurz einen knackigen Screenshot. Und ja, mit den ganzen Zelten, die man sich da aufstellt, damit macht man sich die Sache auf jeden Fall leichter, anstatt jetzt immer von dem Häuschen hier hinzulaufen, von dem Häuschen da unten. Ach so, nein, da hat man auch eine kurze Verbindung. Aber zum Beispiel von hier hin. Am Ende vielleicht hat man hier sogar ein Häuschen. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt schauen wir noch mal hier um die Ecke, denn hier hatten wir ja auch das Gebiet. Nur am Anfang war hier keiner, aber vielleicht sind die jetzt hinzugekommen. Da hinten irgendwo, ja. Und da steht einer. Ein sechs schwerer diesmal. Ein Männchen. Sonst sehe ich keinen, aber das sind 180 Meter. Haben wir unsere Weapon und dann. Perfekter Schuss, sehr gut. Da springt auch kein weiterer ab. Das bedeutet, können wir einsammeln gehen. Und hier der Sechser auch in dunkelrot. Ja, der ist tatsächlich jetzt echt ein bisschen dunkelrot. 10,4 in Gold. Meine Damen und Herren, das war's mit dem Video. Wir haben sehr viele Rotfüchse geschossen und waren ein paar in Gold dabei. Jetzt nicht der allergrößte, aber das ist ja für den Albino-Grind nicht schlimm. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Vielleicht kommt, ich habe voll Bock. Also, ich habe jetzt hier noch ein paar andere Tiere geschossen, damit der Jagddruck so ein bisschen aus den Gebieten weggeht. Und ja. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war Magic Fruit Deer. Ciao, ciao.